Am Oberlandesgericht Wien ist heute eine ehemalige Diplomatin verurteilt worden wegen eines Vortrags über den Islam, den sie vor 2 Jahren an der Parteiakademie der FPÖ gehalten hat. Der Koran ist böse und die Muslime hassen uns, hatte Elisabeth Sabaditsch-Wolf damals gesagt, die in der Szene rechter Islamkritiker als Leitfigur gilt. Diese Äußerungen seien noch zulässig, sagt das Gericht, aber dass die Angeklagte dem Propheten Mohammed pauschal pädophile Neigungen unterstellt hat, das gehe zu weit. Die Geldstrafe von 480 Euro wegen Herabwürdigung religiöser Lehren wurde damit auch in zweiter Instanz bestätigt. Aber die Angeklagte und ihre Fans wollen das Urteil keinesfalls akzeptieren. Äußerst aufgebracht verlässt die selbsternannte Islamexpertin Elisabeth Sabaditsch-Wolf heute am späten Vormittag das Oberlandesgericht in Wien. Es ist ein schwarzer Tag für die Meinungsfreiheit in Österreich. Was werden Sie jetzt unternehmen? Ich überlasse das meinem Anwalt. Das ist die Antwort. Werden Sie die 480 Euro zahlen? Nein. Wir werden sowohl den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen, als auch den obersten Gerichtshof. Unserer Ansicht nach liegt eine Verletzung der Meinungsfreiheit vor, weil die Sabaditsch-Wolf nur wahre Tatsachen berichtet hat. Und das muss meines Erachtens möglich sein. Eine halbe Stunde lang hatte Richter Leo Lefneitsch-Iwanski sein Urteil begründet. Ja, es entspreche wohl der Überlieferung, dass der Prophet Mohammed mit der 6-jährigen Aisha eine Ehe eingegangen ist. Die Äußerung von Sabaditsch-Wolf lautete aber, Mohammed hatte gern etwas mit Kindern. Und diese Äußerung zielte darauf ab, sich lächerlich über die religiösen Empfindungen von Muslimen zu machen. Auch für die Wiener Strafrechtlerin Alexia Stuefer wurde der Tatbestand der Herabwürdigung erfüllt. Satire, Komik, Kunst ist natürlich erlaubt bzw. verfassungsrechtlich auch geschützt. Aber die Grenze ist, glaube ich, da, wo jemand einfach grundlos beleidigt wird. Also das ist sicherlich nicht mehr von der Meinungsfreiheit auch umfasst, sondern ist eben, wenn es eben um eine Person geht, also die Gegenstand der Verehrung ist, also wenn die grundlos beleidigt wird, dann ist das strafbar. Wegen Verhetzung und Herabwürdigung wurde bereits im Sommer 2009 die FPÖ-Abgeordnete Susanne Winter rechtskräftig verurteilt. 3 Monate bedingte Haft und 24.000 Euro Strafe wegen dieser Äußerung. Im heutigen System ist dieser Mohammed ein Kinderschänder. Im Fall Sabaditsch geht es lediglich um 480 Euro Strafe. Unter dem Applaus ihrer Getreuen bekräftigt Sabaditsch, heute eine Stunde nach dem Urteil bei einer Pressekonferenz weiterkämpfen zu wollen. Ich für meinen Teil werde nicht aufgeben. Niemals. Dieses Urteil kann so nicht stehen bleiben. Ich werde dafür tun, was zu tun ist. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich lebe die Meinungsfreiheit. Rechtsmittel gegen das heutige Urteil gibt es in Österreich keines mehr. Es bleibt noch der Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr von der Meinungsfreiheit umfasst. Also ich nehme auch an, dass das der Europäische Gerichtshof wohl ähnlich sehen wird. Sollte Sabaditsch-Wolf juristisch weiter vorgehen wollen, muss sie wohl auf die Großzügigkeit ihrer Unterstützer hoffen. Denn sie gibt heute an, nur von Spenden zu leben. Und Beschwerden beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof sind teuer.